Ja, howdy, hier ist Thorsten. Ich begrüße euch mal wieder. Ich versuche hier ein sehr eigenartiges Naturschauspiel euch mal darzulegen. Ich habe gehört, dass hier immer ziemlich früh im Jahr ein seltsames Naturschauspiel stattfindet. Ich werde versuchen, hier mich ranzupirschen. Ich habe gehört, dass es hier in diesem Bereich freilaufende US-Cars, Rams, Dodge und sowas gibt. Ich versuche sie auch nicht aufzuscheuchen, aber ich glaube, es misslingt mir, weil ich sehe gerade, oha, sie fahren jetzt doch los. Ich habe sie doch aufgescheucht. Schade eigentlich, aber wir werden uns jetzt noch mal ein bisschen dazu uns angucken, was für Fahrzeuge wir denn mal hier dabei haben. Wieder Thorsten. Sind wir hier beim ersten Zwischenstopp angekommen. Wo wir genau sind, kann ich euch gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall in der Nähe vom Wasser, da hinten Wasser. Und wir gehen jetzt einfach mal rum gemeinsam und schauen uns mal die Fahrzeuge an, wer denn alles so dabei ist. Ich hoffe übrigens, dass mein Puschel, den ich hier oben auf dem Mikro drauf habe, den Sturm, sprich unsere steife Brise, ein bisschen so macht, dass wir uns auch verstehen. Und ja, wir sehen Kennzeichen ohne Ende wieder. Sogar aus Berlin ist einer da, wenn ich den nicht sogar kenne. Ja, und hier sehen wir ja, hier sind wieder so viele Leute. Man unterhält sich, man trifft sich, man schaut. Wer hat das? Warum hat er da was dran gemacht? Warum geht das so? Ja, aber wie ihr seht, sind Altbekannte dabei, auch wieder neue wieder dabei. Ja, aber ich muss sagen, es ist zwar trocken, aber wirklich eine steife Brise. Ne? So, hier sehen wir auch wieder, hier ist ein bisschen mehr Platz. Wir haben Lue. Na, Aki ist auch dabei. Ja, Auto aus Lehmann darf nicht fehlen mit dem neuen Gladiator. Ja, hier haben wir einen von den Hauptverantwortlichen. Aber wir gucken mal, Aki steht da. In Parkverbot? Nein. Nein, wir kommen nie. Ich sag, was? Hier kommt nie. Wir müssen auch immer hier. Müssen auch immer. Hier, ne? Sie können das Reh mit heimnehmen. Ich leg nur so. Ja, er steht ja hier wenigstens richtig, dort wo man auch mit einem Ram stehen sollte, sprich bei im Modder und nicht da im Meer. Ja, das war so mein erster Eindruck von dem ersten Zwischenstopp. Ich melde mich nachher nochmal. Ja, jetzt machen wir nur, ich muss meinen Hub mal richtig festhalten. Jetzt müssen wir einmal. Fahren wir eine kleine Rundtour. Ja, kannst ein bisschen schneller mal. Aber den Hut muss ich festhalten, weil die Brise ist doch recht steif, ne? Muss ich mal sagen. Ne?
Jetzt haben wir den letzten Zwischenstopp, bevor wir in Uelzen ankommen. Und wollen wir mal sehen. Na, gefällt's dir? Hervorragend, 1A. Siehst du, das wollen wir hören, ne? Jedenfalls trocken. Letztes Jahr war es nämlich kackelnass, jetzt ist es trocken. Gut. Mölln dabei? Logisch. Ab Donnerstag. Seht ihr? Mölln, ne? Denkt dran, 7. bis 9.8. Ne? Guck mal hier, der Kleinste da oben, der macht den größten Radau da. Seht ihr? Ja, genau. Ne? So, guck mal, jetzt wollen wir mal die Prominenz auch mal hier ein bisschen da. Die sind hier alle sehr kamerascheu, stelle ich immer wieder fest. Aber Uwe ist nicht kamerascheu. Und bist bisher zufrieden? Naja, ein bisschen langsam sind wir, ne? Ein bisschen langsam. Also wir sind als letztes Fahrzeug gefahren, teilweise mussten wir richtig Stolle geben wollen. Genau die gleiche Stelle habe ich nochmal eingegeben. Ich fahre vorne bis 50. Ja, jetzt kriegt da vorne noch zwei Kameras. Ja, okay. Das wird zwar wirklich eng, jetzt nach hinten habe ich ja die Kamera, aber nach vorne brauche ich auch noch zwei. Aber gut hergekommen. Sind wir jetzt im Fernsehen? Ja. Sind wir im Fernsehen? Ja. Die beiden, die sich das jedes Jahr wieder erneut antun. Muss ich immer meine Rübe reinhalten. Ne? Wir sehen uns ja wieder, ne, in Mölln. Ja, ne? Wir sehen uns in Mölln, ja. Genau. Guck mal hier, Thomas auch von Auto aus Lehmann da. Ne? Natürlich muss er alles festhalten, aber auch wirklich. Ich weiß nicht, ob er das jetzt als Überstunden abwickelt oder nicht. Ich werde mal sehen. Ach hier. Ja, bitte. Ja, und wie finden Sie bisher hier diese Tour? Ja, scheiße, nur ein Gelber, zwei Gelbe dabei. Das geht gar nicht. Ja, okay. Die Farbenvielfalt ist natürlich sehr dunkellastig, würde ich jetzt auch mal sagen. Das ist meine. Ne? Der Kleine. So, wir gehen mal weiter. Mal andere Leute belästigen. So, jetzt gucken wir mal hier. Guck mal, da sind die nächsten Gruppen. Hier, gelb, ne? Das ist natürlich, das meint er damit. Zu wenig Gelbe diesmal dabei. Moin! So, wir gucken mal. Gucken wir mal die anderen hier, belästigen wir mal. Moin, und wie gefällt das euch hier so? Schön, alles windig. Schöne Tour, ne? Euch, ne? Ja, ne? Also Sturm ist dann, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Okay. Okay. Naja, dann haben wir ja eine hier, wa? Holger? Ich hab jetzt nur, ja. Ja, okay, dann, ja. Du bist ein Schaf, oder was? Ich bin der Wolf hier. Ja, also. Und seid ihr in Mölln dabei? Ich weiß nicht, aber ich schaffe mal. Kann ich noch nicht sagen, mit Sicherheit noch nicht. Ja. 7. bis zum 9.8. So, gehen wir hier zu den nächsten. Ne, wir sind Autovielfalt. Ne, wenn ich auch mal kurz filmen darf. Ja. Und wie gefällt euch die Tür? Tour? Super. Tür. Also Tür ist das nicht Tour. Eine super Tür, Tour. Ja, ja. Ne? Ja. Ja, okay. Die gehen rechts auf, manche gehen links auf. Nee, ist eigentlich, haben die schön gewählt, die Strecke. Ne? Ja. Das passt alles. Ne? Wetter ist auch, also Sturm ist noch nicht. Ne? Aber, ich merke nichts. Ist auch trocken. Ja, trocken, ist doch gut. Kein nass, nicht so wie letztes Jahr. Ne? Das wäre ein bisschen rutschig, glaube ich. Ja, das stimmt. Solange die Schafe ihre Locken noch haben, soll er schicken. Komisch, das habe ich eben schon vorhin auch schon gebracht, den Spruch. Ne. Und seid ihr in Mölln dabei? Was sind wir? In Mölln. In Mölln. Von 7.8. bis zum 9.8. Unser drittes US-Katze. Ja, cool. Bestimmt. Da haben wir Urlaub, das war gar nicht da. Wir werden sehen. Ja, müsst ihr mal schauen, ne? Wenn es passt. Ne? Viel Spaß noch. Ebenso. Euch auch. So, dann müssen wir gleich mal eben sehen. Ich mache jetzt erstmal wieder Schluss.
Tschüss.